Wohin fließt Münchens Haushalt? Ist der Haushalt so eine Art Großküche für alle Münchnerinnen und Münchner? Oder so eine Schatzkammer im Rathaus, die ständig mit Steuern aufgefüllt wird? Also so ein Selbstbedienungsgeldautomat für die Stadtregierung? Nein. Münchens Haushalt sind die gesamten Einnahmen und Ausgaben der Stadt. Im Grunde ist der Haushalt wie ein wasserreicher Fluss, der durch die Stadt rauscht und ihre Böden fruchtbar hält. Das Geld fließt aus verschiedenen Quellen in die Stadtkasse. Es gibt Steuern, die Bund und Land erheben und an die Stadt weitergeben. Andere Steuern erhebt und verwaltet sie selbst. Aktuell verfügt München jährlich über 7 Milliarden Euro. Der Haushalt funktioniert wie ein Herz, das in einem ständigen Kreislauf Geld in verschiedene Bereiche pumpt. Die Stadt gibt hauptsächlich Geld für Dinge aus, die die Münchnerinnen und Münchner brauchen. Pflegeheime, Straßen, Schulen oder Umweltschutz. Dazu gehören auch die vielen Mitarbeitenden der Stadt, wie Kindergärtner, Friedhofsverwalterinnen, Verkehrsüberwacher und Lehrerinnen. Verantwortlich für Münchens Haushalt ist die Stadtkämmerei. Sie stellt den Haushaltsplan auf und der Stadtrat muss den dann überprüfen und bewilligen. Der Stadtrat wählt auch die Chefin oder den Chef der Stadtkämmerei. Das heißt, ich wähle den Stadtrat, der dafür verantwortlich ist, diesen Posten zu besetzen. Also, wer nimmt Einfluss auf Münchens Finanzen? Na, ich. Für mich, für München.